Hallo und willkommen zurück zu Lego Marvel Avengers. Heutige Folge machen wir weiter mit den Fahrzeugen freischalten. Eventuell noch Charaktere. So, legen wir gleich los. Dann müssen wir gleich. Jo. Die Kurve nicht gekriegt eben. Oh, Taxi. Endlich weiß ich, wie man mit diesem Ja, danke. Hologramm kommuniziert. Irgendwie hatte ich Morsecode eingestellt. Wie dem auch sei, achten Sie auf Probleme in diesem Gebiet. So, der Freiheitsstatue haben wir, glaube ich, schon gleich das nächste wieder. Roxen-Transporter. Jo, fliegen wir gleich geradeaus weiter. Hatten wir den nicht schon gemacht? Ah ne, das ist noch ein anderer, ne? Den hatten wir doch schon, oder nicht? Ob ich das blöd? So. Ich meine, den hätten wir gehabt. Kann mich aber auch täuschen. Beobachte dich als Superheld. Ich glaube nicht, dass wir den verkackt haben. Natürlich, das kenne ich. Hat man das doch verkackt? Schlechtesten Kostüme, die ich je gesehen habe. Kann eigentlich fast gar nicht sein. So, das hatten wir verkackt. Genau. Ich erinnere mich. Da habe ich den Ring auch nicht gefunden gehabt. Guck mal, da sind wir. Tor. So. Nicht lange fackeln. Hopp. Gleich Oh, haben weiter. Sie gar nicht gesehen, Sir. Jupp. Hier haben wir noch zwei. Das ist ein Charakter. Ich könnte auch einfach online bestellen. Ach, da haben wir aber einige vergessen. Moin. Ich muss ein ernsthaftes Mottenproblem in meinem Lou Kleiderschrank haben. Ferrigno. Oder wieso sind alle meine Shirts zerrissen? Ich brauche dringend neue Kleidung, aber ich kann meinen Posten nicht so lange verlassen. Stuart Hulk, oder? Würde es dir etwas ausmachen, mir ein paar neue Shirts zu besorgen? Am besten gleich jede Menge. Und solltest du in einem dieser Läden eine grüne Schaufensterpuppe sehen, sag ihr. Ja. Vergiss es. Ja, ich hab dir nicht mehr zugehört. So. Haben wir schon gleich drei Stück. Das ist schon mal wunderbar. No, andere Seite. So. Na, flieg doch mal schneller. Da ist es. Achso, das ist hier oben. Eins und zwei. Keine Zeit verlieren. Ach, jetzt hänge ich da schon wieder fest. Doch, da. Wo versteckst du dich, du übergroßer Leguan? So, hallo? Oh, Junge, solche Gebäude haben. Nee, ich habe leider keine Zeit für dich. Sorry. Ruf die Polizei.
So, zwei fehlen noch. Die müssten hier beide sein. Also, ganz ein Stück weg hier. So, andere Ende der Stadt hier. Ah ja, wir sind schon am Ende. Einmal. Zweimal. Und jetzt müssen wir wieder zurück. Haben wir ein bisschen zu fliegen hier jetzt. Ich habe einen Auftrag für dich, wenn du interessiert bist. Schau mal, geschmoppt, ob wir jetzt eine Red Hulk kriegen. Diese Aliens machen meine Ich meine, das war der. Meine Größe ist normalerweise eher XXXL, aber wenn Sie die nicht haben, dann eben ein herkömmliches XXL. Oh, hier bin ich. Hey, meine Shirts, du hast mir einen echten Gefallen getan. Ich habe schon befürchtet, ich müsste morgen bei der Arbeit das unglaubliche Hulk-Kostüm tragen, das für Halloween vorgesehen war. Ne, wir kriegen Speed, okay. So, fliegen wir gleich da hinten hin. Da ist ihm schon noch ein Rennen. Ah, wieder was zum Fliegen, das ist gut. Ich glaube, das ist jetzt eine weitere Strecke. Ein bisschen unkonzentrierter beim schnellen Fliegen. Nein! Kommt jetzt zurück. Thank you. Mini Quinjet. So, hier hinten haben wir doch gleich wieder was. Einmal Auto fahren. Was? Wir kaufen nur nichts auf hier. Entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber die Polizei ist unterwegs. Hast du einen Moment Zeit? Keine Sorge. Jo, Hammer. Shield Auto. Wieso wird er nicht angezeigt? Das ist sicher neu für dich, aber der große Sorcerer Supreme war früher nur Hirnchirurg. Bis ein Unfall mich des vollen Nutzens meiner Hände beraubte und ich in dunklen Seitengassen operieren musste, um zu überleben. Am Gehirn sollte man allerdings nicht mit zittrigen Händen herumflicken. Ein paar meiner Patienten aus dieser Zeit blieben etwas geistig defragmentiert. Der Sorcerer Supreme hat die Fähigkeit, sie zu heilen. Ich bräuchte nur etwas Hilfe, sie zu finden. Nehme mit. Ich die Patienten, von denen ich gesprochen habe, sind alle leicht zu erkennen. Sie glauben, sie seien Bauernhoftiere. Halte die Ohren offen, dann findest du sie bestimmt. Oder hatten wir das schon gemacht? Nee, dann würden die aber nicht mehr auftauchen, oder?
Ach doch, das kenne ich schon. Umsonst jetzt die Quest gemacht. Na komm, dann ziehen wir das schnell noch durch. Das kennen wir ja. Aber ich frage mich, warum das dann wieder angegeben wird hier. Normalerweise müsste das verschwinden. Ah, komm. Oink, oink, oink. Ja, oink. Oink? Ha, oink. Vergiss es. Die Patienten, von denen ich gesprochen habe. Ja, das sind alle. Ich muss dir danken. Endlich kann... Was meinst du? Keine Sorge, ich würde dich selbstverständlich am Gewinn beteiligen. Ich scherz. Ja, super, danke. Das hast du jetzt gebracht. Okay. Also das heißt, wenn wir wieder was finden, was nicht auf der Map ist, können wir wieder gekonnt ignorieren. Wieso haben wir da hinten eigentlich eins? Hatten wir die Ecke schon fertig gehabt? Da war schon wieder einer mit dem Auftrag. Obwohl nichts angezeichnet war. Ein Charakter? Ob mich heute wohl noch jemand rein zufällig nach einer Geschichte aus meiner Vergangenheit fragt? Ach, das ist eine Serie Talon hier jetzt. Kann die größte Waffe in den 50er Jahren. Als ich für die RSS arbeitete, fühlte ich mich meinen Mitarbeitern gegenüber oft unsichtbar. Doch bei Missionen ist das eine sehr nützliche Fähigkeit. Nehmen wir an. Warte, wer bist du? Du sollst meine Verstärkung sein? So angezogen fällst du auf wie ein bunter Hund. Hilf mir, diesem verdächtigen Typen zu folgen und sei vorsichtig. Der da. Was soll das heißen, auf den Preis kommen noch Steuern drauf? Warum war da noch eine Truhe drin, ne? Die Stadt hat sich in letzter Zeit ordentlich verändert. Da war ich wohl ein bisschen zu nah, ne? Was soll's? Gut gemacht. Du wärst ein guter Agent. Weißt du, manchmal ist selbst die gefährlichste Arbeit nicht viel mehr als ein hochkomplexes Kuckuck, hier bin ich Spiel. Und das war's schon was. Ich bringe diese Untersuchungsergebnisse zurück zur RSS. Aber danke nochmal. Bitte. Trauma freigeschaltet. Okay. Machen wir noch eine, oder? Da ist noch der verbuggte goldene Lego-Stein, was noch angezeigt wird. Wir machen den da hinten. Das Grauen. Das pasteurisierte, ja. Milchige. Hallo, dich kennen wir doch schon. Oh, hallo. Weißt du, diese Daisy Clover Milchfarm und ich haben eine lange Geschichte. Man möchte kaum glauben, dass ein so unschuldig wirkender Ort ein so schreckliches Geheimnis verbergen kann. Ja, komm, gehen wir wieder in die 50er Jahre. Ich habe diese Organisation schon mal mit Hilfe einer cleveren Verkleidung infiltriert. Sie werden vermutlich nicht zweimal auf denselben Trick reinfallen. Es wird wohl eine heimlichere Herangehensweise notwendig sein.
Ich weiß nicht genau, was uns erwartet, aber es gibt Grund zur Annahme, dass es etwas Ungewöhnliches ist. Ja, schauen wir doch einfach mal, ne? Daisy Clover. Ah, okay. Ich glaube, wir brauchen Black Widow, ne? Müssen wir aber jetzt fahren? Nein. Okay. Ich habe beim besten Willen nicht erwartet, das vorzufinden. Ich auch nicht. Ich denke, am Ende ist nochmal alles gut ausgegangen. Ja, okay, wir haben ein wenig Sachschaden angerichtet, aber Scherben bringen ja bekanntlich Glück. Blue Marvel. Gut, ich glaube, wir warten dann auch erstmal mit dem Freischalten, dass wir wieder mehr Kohle haben, oder? 175.000. Den können wir freischalten. Weil ich weiß ja nicht, ob wir noch für irgendwas anderes noch Kohle brauchen später. So, dass wir noch eine Mille haben. Ich hab eine Cousine in Tennessee. Gut. Ich würde sagen, machen wir einfach beim nächsten Mal weiter mit den Charakteren und den Fahrzeugen. Bis dahin. Ciao, ciao.